Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meine... Digga, es sieht maximal hässlich aus, diese scheiß Puze, Alter. Was habe ich mir dabei gedacht? Naja, es geht natürlich genauso koordiniert weiter wie vorher bei mir. Ich melde mich nach knapp einem halben Jahr Pause von YouTube wieder zurück. Und zwar mit Reaction-Content. Und das wird auch jetzt leider erstmal eine kurze Zeit so bleiben, da ich momentan keinen Bock auf Gaming habe. Warum ich die Pause gemacht habe, ist ganz einfach, weil ich momentan ziemlich familiären Stress habe, kann man jetzt so sehen, wie man will. Also ich habe keinen Stress mit meinen Eltern, sondern ja, es geht den beiden, beziehungsweise einer Person nicht ganz so gut momentan. Ich möchte darauf jetzt nicht näher eingehen, weil es einfach nicht hier auf YouTube gehört, finde ich. Ich möchte deswegen jetzt einfach neu durchstarten, jeden Sonntag jetzt, wirklich jeden Sonntag um 17 Uhr kommt ein Video oder Stream hier auf YouTube. Meistens wird es ein Video sein, wenn ich es aber nicht schaffe, ein Video aufzunehmen am Tag vorher oder in der Woche vorher, kommt halt der Stream, aber eins von beiden wird kommen. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Wenn sich das irgendwann mal ändert, ich habe das vorhin, beziehungsweise das jetzt vor dieser Pause auch auf Instagram angekündigt, folgt mir da bitte sehr gerne. Da heiße ich Epic Trainspotter. Würde mich freuen, wenn ihr mir da folgt. Und auch wenn ihr Videos vorschlagen könnt, die mich interessieren könnten oder die ihr wollt, dass ich darauf reagiere, schreibt die mir gerne auch über Instagram oder schreibt mir hier unten in die Kommentare den Titel des Videos und natürlich auch den Kanal, von wem dieses Video ist, dann finde ich das, denke ich, auch. Und heute reagieren wir von Hungriger Hugo auf Schiebt aber ganz anders. So, und ich hoffe, dass dieser Ton dieses Mal funktioniert. Ich habe schon 3 Videos heute aufgenommen. Das eine Mal habe ich vergessen, mein Mikrofon zu stummen. Das andere Mal habe ich vergessen, das Video zu entstummen. Und jetzt müsste eigentlich alles so passen. Deswegen schauen wir doch direkt mal rein ins Video. Bala, Fanato. Alter, Knossi kommt direkt. Bastardo. Jetzt mal im Ernst, Knossi darf doch niemals in so einer Stream-Compilation fehlen, oder? Ich feier Knossi. Das Einzige, was mich bei Knossi ein bisschen triggert, ist, dass er seine Sachen einfach im White-Mode hat. Warum? Es tut doch in den Augen weh, Mann. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Servus. Sache mit der Times, da hieß es ja, dass schon am 10. Juli... Okay. Hat die sich übel versprochen? Joa. Da hieß es ja, dass schon am 10. Juli... Gespräche passieren. Da haben wir eine ganze Spezialistengruppe bei den Grünen, habe ich manchmal das Gefühl. Aber bitte wählt, was ihr wollt. Für mich kommen die Grünen nicht in Frage. Da war kurz WhatsApp am Start. WhatsApp. Wir schalten live nach Amsterdam zu unserem Außenreporter Marcel Ehres. Wer macht den nächsten Stepper in die Schachtel? Warte. Ja. Gut. Ja. Okay. Isa, warum gehst du auf? Ich hab gedacht, wir gehen noch in die Zone. Ja, Termine. Ah, die geht ins Kino mit einem Kumpel. Kumpel? Ich bin manchmal nicht so sicher. Auf welchen chemischen Prozess ist das Rosten zurückzuführen? Oxidation. Digga, woher weiß der das? Trimax, vom Problemschüler zum Topstreamer? Ja, okay, das kenne ich schon. Das kenn ich meldet sich 2 Jahre lang überhaupt nicht. Das stimmt. Als einziger im ganzen Jahrgang muss er deshalb ein Stickerheft führen. Ja. Pro Woche soll er sich in jedem Fach 3-mal melden. Ja, das war so der Sternchensticker. Auch bekannt als Trimax. Bist du aus 140 Kilo? Ganz kurz. Das könnte ich sein. Oh, no. Wenn die schwarzen Haare, also wenn so dunklere Haare wären, wäre schon geiler. Aber wie sah das Leben des Hamburgers vor das, der das könnte nicht mit sein. Montana? For real. Auch noch dieser Kussmund. Junge. Alter. Kleine Marcel Ehres. Soll bitte zu Kasse 1. Dankeschön. Joa.
Danke für die gegifteten Subs, Arne Banane. Normaler Tag eines GTA-Cops. Hallo? Nani? Der WhatsApp. Mein Schocker ist leer. Das heißt, wir müssen das jetzt anders regeln. Anders regeln. Jo, das schicht in dir, das würde ich mal sagen, zu Recht. Scheitern. Digga, wie oft will mir jetzt noch jemand auf WhatsApp schreiben, Mann? An die Person, die mir am 7. August um 17.11 Uhr oder 10 geschrieben hat. Du bist in der Aufnahme, herzlich willkommen. Was ist Scheitern? Im Grunde sowas wie Tofu, du Geiler. Alter. Digga. Schluck doch bitte einfach runter, während du isst. Schluck doch bitte einfach runter, während du sprichst, nicht während du isst. Weil während man ach, egal. Wenn ich das jetzt versuche zu erklären, wird's noch weirder. Andere Leute spielen Pokémon Go, wir spielen Rentner Go. Aber natürlich nicht, um die Rentner zu fangen, sondern wir stellen ihnen halt bloß Fragen. Entschuldigen Sie, was halten Sie von dem Wetter heute? Ist doch wunderschön. Ja, gut, Pokémon, wir sind keine Pokémon. Sie sind keine Pokémon? Keine. Was machen Sie denn bei dem schönen Wetter? Leute anquatschen. Wirklich? Ja, das ist... Er ist sympathisch. Ja, weiß Bescheid. Ja. Ja, das waren ein paar Prachtexemplare. Ein guter Mann, wo kommt man hier zum Bahnhof? Hä? Ja. Danke. Ja, jetzt weiß ich genau. Aber ganz anders. Jetzt weiß ich genau, wo der Bahnhof ist, du. Was für nicht mal 900 hat man so... Ich finde dieser Edit nicht sehr... Ich könnte jetzt einen weirden Satz droppen, den lasse ich aber. Ich war in der Grundschule in Breakdance-Kurs. Ah, 921. Es ist einfach so random. Ist das der Hugo vom hungrigen Hugo? Ja, ist bestätigt. Call Hugo. Ja, wir können anrufen, ich hab die Nummer. Bist du wirklich das Kind aus dem Spot? Das bin ich. Wie kommt das? Hat dich deine Mutter dahin gezwungen? Ich bin einfach hingegangen zum Casting und dann war ich da. Ultra krass. Okay. Wie kamst du dazu? Ich wollte auch immer so ein Kind in der Werbespot sein. Ich glaube, dann würde niemand mehr Kinderschokolade kaufen, no front. Wer eine Frage hat, jetzt nochmal kurz. Ich drei Fragen würde ich nehmen an Hugo. Woher kommt der Name Hugo? Ah, also viel, ich glaube, manche wissen schon, aber der Name kommt tatsächlich aus South Park. Kennst du die Serie? Natürlich South Park mit wer hat Kenny getötet? Ja, genau. Da war einmal so ein kleines afrikanisches Kind und den haben die Hungriger Hugo genannt. So ein Humor-Ding ja, ist das, ja? Wusste ich. Mhm. Ich kenne tatsächlich South Park auch. Ich hab's auch mal geguckt. Ich schau's nicht ganz so aktiv, aber ich schau's schon ab und zu. Gut, nächste Frage. Ja, Smalltalk definitiv gemacht. Schickt dir das zu? Woher holst du den Content? Ja, also das mit dem Zuschicken. Jetzt tut mir leid an den Chat und an die Leute, aber die meisten Zuschauer schicken eigentlich nur Scheiße. Also, wo nimmst du das Recht, den Content von anderen Leuten zu nutzen? Das war's komplett. What's gonna be the key in the next game you have? Play very different. It's very important to save everything hinten. Behind. Yeah. 800. Englisch. Englisch ist so really, really gut. Monte nach Amsterdam Urlaub endlich wieder am Streamen. Er hat den Chat bestimmt vermisst. Oh, jetzt klingelt's bei uns an der Tür. Warte, ich bin kurz weg. Dann morgen. So. Ich bin dann mal wieder zurück und wir schauen das Video direkt weiter, ne? Jetzt schmeckt mein Toast noch viel besser, danke dir, Digga. Ich vergesse, worum es ging. Jetzt fehlt nur noch der Typ, der immer spendet und fragt, was mit dem Reddit ist. Kaut sie mit dem Zweiter, aber Monte, wie läuft's mit Reddit? So eine Nervensäge, Alter. Ein Abend, Harry, ist schon in Planung, wann der Reddit am Start geht. Real Talk, ich werde deine Donation einfach nicht mehr vorlesen, die nerven mich. Er stellt immer dieselbe Frage, der kleine Hoden-Kobold.
Boah, ich würde mich sogar freuen, wenn Mund. Die Maske hilft ja nur dabei, falls ich es habe, dass ich keine anderen Leute anstecke. FFP2 schon? Ach, keine Ahnung, was das ist, Bruder. Ich habe meine Stoffmaske getragen. Da blickt man auch nicht mehr durch mit die ganzen Masken. Sag ich euch ganz ehrlich, Digga. Die Stoffmaske. Alter, dieser Blick. Junge, er schaut mir einfach in die Seele. Junge. Alter. Junge. Jo, okay. Junge, er guckt aber auch wirklich auf jeden Bild gleich, ne? Ist so geil. Schwede, ey. Haben die englischen Fans mit dem Laserpointer Schmeichel abgelenkt? Echt? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Was zitterst denn so? Auch als er seinen Job als Pizzabote und das Studium hinschmeißt, obwohl er mit YouTube zu dem Zeitpunkt gerade mal 20 Euro im Monat verdient. Fototaschen platzen, aber Apache bleibt gleich. Was? Ich verdiene 20 Euro im Monat und schmeiß das Studium hin. Wer schmeißt denn mit 20 Euro im Monat das Studium hin, Digga? Wer glaubt das noch? Was ist, wenn das jetzt irgendein 50-Jähriger sieht und sich denkt, oh, ich verdiene jetzt 20 Euro mit Stream, scheiß auf Studieren. Eben hat mir ein Student geschrieben, ich kann mir 30 Euro im Monat nicht leisten. Dann bricht dein Studium ab. Rudi, ich muss los. Okay. Also, Bugatti uses its own crash system. Da drin finden wäre geil. Erzählt mir jemand, der noch nie gefickt hat. Wenn du denkst, da drin ficken ist geil, Digga, dann glaubst du auch noch an den Weihnachtsmann. Oh, was hast du denn da für einen tollen Typ? Erkennst du ihn nicht wieder? Nee. Wer ist das? Das ist dein Mann, mein Vater. Ich hab kurz überlegt. Dieser Arm gehört. Alter, okay. Jetzt. Okay. Drei wunderschöne Menschen in einem Bild. Das ist der Rainer. Ich mag lieber griffige Leute, wie einen Hungerhaken. Ich bin besser als du. Mein Leben kann man ein bisschen mit dem Tod von Jesus vergleichen. Ja, okay. War es auch in Amsterdam so geil sein? Ja, Suchti. Ich war mit meiner Freundin im Urlaub und so abends habe ich dann zu ihr gesagt, du Schatz, ich habe keinen Bock, dich jetzt zu f***en, ich fahre jetzt im Puff. Hat sie gesagt, okay, alles cool. Dann habe ich den Puff getestet. Macht Sinn, okay? Okay. Macht definitiv Sinn. Gut, Leute. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zusehen. Entschuldigung übrigens, wenn ich jetzt den zweiten Teil dieses Videos nicht ganz so viel reacted habe. Ich bin gerade erst aufgestanden. Meine Verhältnisse tatsächlich sogar recht früh. Es ist 8.55 Uhr, das seht ihr da drüben. Da, wenn ihr... Digga, ich bin zu dumm, das zu zeigen. Ja. Einfach da jetzt straight geradeaus schauen. So, da steht, dass es 8.56 Uhr ist. Ich bin erst vor knapp 10 Minuten oder so aufgestanden. Hab mir schnell Zähne geputzt und ja, hab mich dann hier hingehockt und die Aufnahme gar fertig gemacht. Damit ihr die heute noch bekommt um 17 Uhr. Muss ich nämlich jetzt noch schneiden. Gut, ich bedanke mich jetzt, wie gesagt, und wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Bis nächste Woche.